Der German Outdoor Rugby Cup in Hannover. Schnell. Spannend. Abgefahren. 12 Mannschaften aus verschiedenen Bundesländern kämpfen hier um den Titel. Beim Indoor Cup im März dominiert Darmstadt mit den Plätzen 1 und 2. Danach volle Konzentration auf die bevorstehenden Meisterschaften. Das richtige Tacklen will gelernt sein. Schnelligkeit ist gefragt. Unterstützung erhalten die Teams bei der Vorbereitung von Cedric Schwab und Benedikt Leipold von der TG 75 Darmstadt. Wenn du die Meisterschaft nicht topfit beginnst, hängst du später richtig hinterher. Trotz einiger Ausfälle sind die Trainer zuversichtlich. Sie können sich unterstützen, sie können Pässe spielen, tief stehen und das macht Rugby aus. Wetterkapriolen. Wechselhafte Bedingungen beim Landesentscheid in Frankfurt. Sturm und Regen sorgten für mehrere Spielunterbrechungen. Und was erwartet uns heute? Die Temperaturen heute um die 30 Grad gemeldet. Das wird für alle anstrengend, für unsere wie auch für die Gegner. Genug Wasser haben wir dabei, wird schon tief gehen. Der German Outdoor Rugby Cup in Hannover. Jetzt. Willkommen bei den deutschen Schul-Rugby-Meisterschaften 2017 in Hannover. Mannschaften aus dem ganzen Bundesgebiet sind angereist. Es ist Rugby mit Kontakt. Es geht um Power, es geht um Team-Spirit. Wir werden viele Tacklings sehen und gute Versuche. Das ist Rugby 2017 Hannover. Also im ersten Spiel haben wir deutlich gewonnen. Es war ein gutes Spiel von uns. Manche haben natürlich noch Angst, weil das erste Mal das größere Turnier spielen, wo mit ganzer Geschwindigkeit und ganzen Tackles gespielt wird. Aber trotzdem haben sie schnell abgelegt und dann gute Tackles gemacht. Und wir haben auch deutlich gewonnen. Wir haben gut nach vorne gespielt, 5 Versuche gelegt und insgesamt eine super schöne Mannschaftsleistung. Wir sind heute hier bei den Schulmeisterschaften in Hannover. Gutes Rugby, gutes Gedränge, guter Kick, alles eine runde Sache. Super Teamgeist, alles was für ein gutes Rugby-Team notwendig ist, zeigen sie. Deshalb werden beide Mannschaften eine gute Platzierung haben. Also das erste Spiel war nicht optimal, weil wir keine Spielpraxis hatten und wir haben halt ziemlich hoch verloren. Aber das zweite Spiel sind wir gut reingekommen und haben halt mit 6 Mann noch gewonnen. Und das dritte Spiel war die Gegner halt ziemlich überlegen. Und da hatten wir meiner Meinung nach keine Chance, weil wir auch platt waren und wir hatten nicht genug Spieler, um einzuwechseln. Aber ich bin halt zufrieden, was wir erreicht haben, da wir nur einmal in der Woche trainieren und praktisch keine Spielpraxis haben. Try together. Karapatok, Yangmangabata, Nama wie Yangpakakaton, Makapaklero, Makapaklima. Wenn du es einmal geschafft hast, ja, dann läuft's. Wenn der Ball dann unten liegt, musst erstmal den Gegner wegschieben, bevor du da rangehst. Außer wir haben den Ball, dann darfst du direkt ran. Ja? Nein, nur wenn der Gegner den Ball hat, dann darfst du nicht, nur wenn wir den Ball haben. Dann musst du erstmal
den Weg schieben, dann kann der Nächste den holen. Das ist der einzige Fehler. Das heißt, die dürft schieben. Du hast einmal probiert, wenn es nicht geht, die stellen sich gut auf, die stellen sich immer zu zweit auf. Es ist schwer, da wegzuschieben. Aber am Anfang müsst ihr sofort die wegschieben vom Ball. Ja? Ansonsten spielt ihr perfekt ab und zu mal tiefer stehen. Ja. Und ab und zu mal tiefer stehen, okay? Also im ersten Spiel fand ich das Tackeln halt, war es halt neu für mich, weil ich konnte noch niemanden tackeln. Und ich habe halt dann noch niemanden getackelt, weil ich noch Angst hatte. Im Laufen hinein wurde es halt langsam besser und im Endspiel habe ich halt auch mehrere tackeln können. Und es hat sich halt auch gut angefühlt und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Unser Team, die U14, hat gut gespielt, eine gute Defensive gehabt, gute Tackles. Was mir nicht so gut gefallen hat heute, waren zu wenig Pässe. Die Außen waren oftmals sehr offen und trotzdem kamen keine Pässe an oder es wurde einfach gar nicht gepasst. Manche Leute waren auch einfach der Meinung, durchrennen zu müssen. Schafft man nicht immer, aber man kann es versuchen. Alles in allem haben wir ein gutes Spiel, gute Spiele gemacht, ein gutes Turnier gespielt, sind zweiter Platz geworden. Das eine Spiel war leider nicht so gut, aber ein zweiter Platz ist super. Ich bin sehr zufrieden damit. Die Meisterschaft war ein voller Erfolg. Spannende Spiele, intensive Zweikämpfe und Fairplay. Wir sind stolz auf unsere Jungs. Was sie in diesem Jahr gezeigt haben, zeugt von Team Spirit. Ein würdiger Abschluss für das Rugbyjahr 2017. Wer in Unterzahl auch noch Spiele gewinnen kann, der hat bewiesen, dass Teamgeist das A und O ist. Die Schüler haben begeistert Rugby gespielt, haben mit Tackles den Gegner aufgehalten, haben ihn aus dem Rhythmus gebracht. Und deshalb waren U14 und U16 äußerst erfolgreich. Platz 2 und Platz 3, top. Bis nächstes Jahr.